Ja, schönen guten Morgen an einen ersten. Ein neues Jahr beginnt unter Anführungszeichen. Weg von. Gehen wir gleich zum sachlichen Thema. Diese dringliche Botschaft richte ich an alle Lehrer, prim an alle Eltern, an alle Lerngruppenbetreuer und alle Verantwortlichen, die was auch in Lerngruppen mitarbeiten, an alle Zweifler, an alle Kritiker, eigentlich an alle Menschen und natürlich auch an Schüler. Es geht um ein Buch. Dieses da hier. Von John Taylor Gatto. John Taylor Gatto ist oder war 30 Jahre lang Systemschullehrer und hat in den USA im Staat New York also mehrere hohe Auszeichnungen gekriegt für seine äußerst wahrheitsgetreuen kritischen Beobachtungen über das Schulsystem. Kurzum, jeder, der was sich wirklich beschäftigt, damit mit den Gedanken spielt, seine Kinder wieder zurück in das Schulsystem zu geben. Hier geht es nicht um Nebensächlichkeiten, sondern ich würde sagen, folgeschwere Entscheidungen. Entscheidungen, die würde ich sagen, die was eher gleichzusetzen sind, ob ich mir vielleicht das mache oder nicht. Also hier geht es wirklich um das Eingemachte. Und er bringt es strategisch klar auf den Punkt. Ich verwende hier oft vulgärere Wörter, radikalere Wörter, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Da lese ich mal vielleicht ein Zitat. Und wir wissen es alle, er geht wirklich radikal, sprich, er betreibt nicht opportunistisches Flickwerk, dass man sagt, man haltet um jeden Preis durch, sondern er deckt schonungslos auf, um was es im Bildungssystem wirklich geht und dass der Lehrplan, der unsichtbare Lehrplan, wirklich genauso gestaltet wird, um Folgendes zu erreichen: Das ökonomische System, unter dem Schulkinder heute erwarten zu leben und zu dienen, würde keine Generation junger Leute überleben, die zum Beispiel kritisches Denken gelernt hätten. Ich lüge nicht geradewegs, aber ich habe festgestellt, dass Wahrheit und Unterrichten grundsätzlich unvereinbar sind. Die Schulen lehren genau das, was sie lehren sollten, und sie tun es gut, wie man ein guter Ägypter ist und an seinem Platz in der Pyramide bleibt. In Wirklichkeit vermitteln Schulen nur eins, wirksam Befehle zu befolgen. Unterrichten ist ein Schwindel und so weiter. Und er sagt ganz klar, dieses Schulmonopol, er geht ja geschichtlich darauf ein, dass es früher natürlich dieses Schulmonopol nicht gegeben hat, dass auch eine letzte Kolonie in den USA mit Waffengewalt sogar hier gegen das Schulgesetz angegangen ist. Das heißt, es hat hier wirklich einen erbitterten Kampf sogar gegeben. Und es geht so weiter. Man könnte noch viel Dinge hier erwähnen, aber ich sage wirklich, lest bitte das Buch selber, das hat gerade mal ein bisschen 115 Seiten. Hat man, sage jetzt einmal, in einem Tag durchgearbeitet. Ich meine, vielleicht wer jetzt nicht so mit Büchern bewandert ist, wird vielleicht ein bisschen länger brauchen. Es regt wirklich an, hier ganz klar, wann wir irgendeine Verantwortung haben, hier nicht mit einem System zu liebäugeln, das was im Grunde genommen ein Sklavensystem ist. Das, was nur darauf ausgebaut ist, wirklich uns zu unterdrücken und uns wirklich das eigenständige, kritische Denken einfach abzutrainieren. Kurzum, er geht auch hier auf den unsichtbaren Lehrplan ein. Ich weiß das lang schon, aber aus meinem Munde könnte es vielleicht so klingen: Ja, Fred, du warst nie in einem öffentlichen Schullehrer. No, na, na. Ich hätte damals sehr gute Referenzen gekriegt von einigen Professoren. Ich hätte auch Eingang gehabt in sehr gute, renommierte Universitäten, um auch hier Systemschullehrer zu werden. Und damals habe ich schon für mich entschlossen, ich mache das nicht, weil was hilft mir? Eine gute Bezahlung, ein sicherer Job und so weiter, wenn ich doch im Grunde genommen damit einfach geistigen Schaden anrichte. Und hier geht es wirklich nicht um eine Kleinigkeit. Ich weiß, manche Eltern sehen hier nicht diese Verantwortung, diese große, die was sie da haben, auch wie ich meine Kinder beeinflusse. Für mich steht im vordersten Grund immer der freie Wille. Wenn ein Kind von freien Stücken will, Mama, Papa, ich möchte gerne in die Schule. Das betrifft genauso die Externistenprüfungen. Mit den Externistenprüfungen hat man genauso den Schuh von hinten in der Türe herinnen. Im Grunde genommen muss man sich wieder dem System unterwerfen. Auch hier sollte es wirklich ganz ehrlich zu hinterfragen, sich erlauben und ehrlich die Motive zu prüfen. Warum will ich meine
Kinder zur Extremistenprüfung prügeln? Die Antwort findet sich ganz klar hier, um mein Kind in das Sklavensystem des Pyramidiade aus gehorsamen Sklaven zuzuführen. Das ist der Hauptgrund von Schulbildung und Lehrplänen. Und Punkt, da fährt die Eisenbahn drüber. Es wird mich da in dem Punkt keiner überzeugen können, schon gar nicht mit Pseudo-Argumenten. Ich beschäftige mich schon selber über 30 Jahre mit diesem System. Begleite auch Menschen, die was dieses System aber freiwillig wollen. Das ist wichtig. Es geht um die freiwillige Willensentscheidung. Noch einmal zu betonen, es geht nicht darum, in der 3D-Ebene oder in der 4D-Ebene hier mental oder einfach physisch gegen das Schulsystem zu kämpfen. Ich denke, das ist wichtig. Ein weiserer Mensch sollte auch beide Systeme nebeneinander stehen lassen. Aber der freie Wille des Menschen ist unantastbar. Das ist egal, ob das Kind, ob die Person 6 Jahre ist, der Mensch oder 60. Es geht um den freien Willen. Jede Form von Druck und Pflicht wird das Gegenteil bewirken und führt uns nur weiter in das Sklavensystem. Und wir sind da auch mitverantwortlich, dass dieses Sklavensystem noch aufrecht bleibt. Also, ich kann wieder sagen, nehmt euch bitte die Zeit. Es geht, wie gesagt, ganz klar, er bringt das ganz klar am Punkt und ist sehr viel Eltern, die was in Zweifel waren, für die war das bereits schon Augenöffner. Also die Homeschool-Bewegung in Amerika ist schon viel älter. Und zum Beispiel Benjamin Franklin war auch einer, der was keine Schule besucht hat. Also er bringt da sehr viele praktische Beispiele, aber es geht immer wieder im Grundgenau darum, es gibt keine Kompromisse hier. Hier muss Kritik radikal sein. Und das heißt im Endeffekt ganz klar, dass es im Endeffekt eine freie Bildung, ein eigenständiges Denken nicht geben wird für die Kinder, wenn sie in irgendeiner Art und Weise an dieses alte, faschistoide, nennen es am Wort, Bildungssystem geknebelt sind. Sei es durch Zwangsschulbildung, sei es durch Zwangsaufinduktionierung einer Extremistenprüfung. Und noch einmal, das sollte mir niemand missverstehen, wenn wer sich aus freien Stücken entscheidet, ja, ich will die Extremistenprüfung, ja, ich will in die Schule, dann bekommt er auch meine Unterstützung, aber der freie Wille des Menschen ist das höchste Gut. Gut. Und man wird natürlich verstehen, die ganzen Zusammenhänge, was der wahre Sinn und die Bedeutung zum Beispiel von Zeugnisnoten sind. Es geht hier wieder um Dienen und Gehorchen, um blinden Gehorsam. Das kennen wir doch auch schon. Und bitte verurteilen wir nicht unsere Opas und Omas, weil wenn wir hier nicht selber nachdenken und kritisch Fragen stellen und wirklich diese Problematik des Schulsystems, des staatlich aufhängigen Schulsystems wirklich grundlegend, sprich radikal an den Wurzeln herangehen und packen, werden wir nicht durchdringen. Und es wird sich in unserer Welt in Zukunft gar nichts ändern, wenn wir jetzt den Kindern nicht die Möglichkeiten einräumen, ihre Bildung einfach ganz frei, wirklich im Sinne der Freiländer frei zu gestalten. Und dann geht auch um einiges weiter. Und kommt so bitte nicht mit der Ausrede lesen und schreiben und so Bullshit. Wann das Kind von selber so weit ist, ob es jetzt 8 ist oder 6 oder 5, meine Tochter wollte mit 5 lesen lernen, na, ich glaube in 2 Stunden hat sie das Alphabet und alles verstanden. Wenn die Kinder fragen, dann ist eine offene Tür da und dann können wir mit unserem Wissen kommen. Aber ein Lehrer sollte bestens ein Begleiter sein. Also alles, was darüber hinaus ist, ist bereits schon wie so ein Missbrauch. Es geht nicht nur um körperlichen Missbrauch, es geht um einen seelischen Missbrauch und oft sind oft die nächsten Verwandten oder Eltern, die was das Kind am meisten missbrauchen hier und nicht einfach den freien Willen des Kindes akzeptieren. Und das hat natürlich einen enormen Kollateralschaden später, also es erörtert da genauso Zusammenhänge mit der Drogensucht, Gewalt, so geht es da mal, sexuelle Ausweitung und so weiter, das sind alles dann Früchte, die was einfach ein Bildungssystem hervorbringt, das was im Hemdchen einfach zwingt. Vielleicht nur ein letztes Zitat und lest wirklich selber das Buch. Schau mal, Firmen haben ihren grundlegenden Ausbildungsbedarf darauf abgewälzt und wir zahlen dafür,
die Ketten unserer eigenen Sklaverei zu schmieden. Und im 21. Jahrhundert ist es höchste Zeit, dass wir uns aus diesen geistigen Ketten, auch leiblichen Ketten, befreien, sie selber erkennen und schon gar nicht unseren Kindern in irgendeiner Form, Art und Weise schmackbar machen. Somit wünsche ich einen schönen Tag und ich kann nur sagen, alle Betreuer, alle, die was illegal Lerngruppen betreuen, in welcher Form immer, Eltern, Schüler und so weiter, beschäftigt euch mit der Thematik. Die Wahrheit ist oft harter der Bock, aber die Wahrheit wird uns alle freimachen.